haben beide total Bock auf den Workshop. Natürlich will ich auch noch ein bisschen mehr dazulernen. Beachvolleyball! Wann trifft man schon mal Profi-Beachvolleyballerinnen und darf mit denen einen Workshop machen? Wir freuen uns auf jeden und freuen uns auf jeden Profi-Volleyballer sozusagen, aber auch auf jeden Anfänger und hoffen, dass wir jedem etwas mitgeben können. Ja, ist natürlich schwer, weil wir die Gruppe gar nicht kennen. Also müssen wir erstmal herausfinden, was können die, was wollen die überhaupt, was stellen sie sich vor. Und ich glaube, wenn wir das so ein bisschen angetestet haben, werden wir dann einzeln in die Bereiche dann tiefer auch eingehen und eine Menge Spaß zusammen haben. Schade, nochmal das von unten. Ja, gut. Wir wollen natürlich dann am Ende glückliche Gesichter haben und müssen auch ein bisschen abpassen, wer was leisten kann. Und so, dass auch vielleicht jemand, der relativ neu ist in dem Sport, auch seinen Spaß hat und sagt, ja, das war wirklich cool. Und du kannst normalerweise, kannst du auf jeden Fall mit der Richtung gehen. Ich nehme mit nach Hause, dass man bei den Angaben auf jeden Fall verschiedene Variationen und Möglichkeiten hat, die ich so vorher nicht kannte. Ich freue mich darauf, einen Teil von dem, was wir machen, weiterzugeben, vielleicht auch an insgesamt Jugend weiterzugeben, damit es auch einfach im Beachvolleyball-Sport vorangeht. Ja, es hat extrem viel Spaß gemacht mit Carla und Maggie. Die haben uns super viel gezeigt und ja, sind auf unsere Fragen drauf eingegangen und es hat einfach viel Spaß gemacht. Jawohl! Pulsa! Es war super spannend, weil wirklich alles dabei war und wir haben es aber hinbekommen, dass letztendlich wir 5 gegen 5 gespielt haben und jeder Punkte gemacht hat, jeder hat einen Aufschlag rüberbekommen, jeder konnte angreifen vorne und das war für uns auch toll zu sehen, wie die sich alle entwickelt haben. Lucio!